Reingespült. Der Podcast vom Niederrhein. Hallo und willkommen zur sechsten Videofolge von Reingespült. Heute habe ich mich für euch mal in Duisburg umgesehen. Eine neue Landmarke wurde eröffnet und das sind die ersten Bilder von dort. Eigentlich sollte diese Landmarke in Duisburg bereits zum Kulturhauptstadtjahr im Jahr 2010 fertig werden, aber der Entwurf von Heike Mutter und Ulrich Gent wurde leider erst in diesem Jahr im November eröffnet. Heute am 13. November durfte die Öffentlichkeit zum ersten Mal rauf auf die neue Landmarke und trotz des etwas bedeckten und bezogenen Himmels war der Andrang riesengroß. Da Sicherheit oberstes Gebot war, durften heute nur jeweils 40 Personen gleichzeitig auf diese neue begehbare Achterbahn. Security und ein entsprechendes Drehkreuz, das die Personen am Eingang zählt, wachten darüber, dass hier auf keinen Fall etwas passieren konnte. Eine alte Schlackenhalde mit Hinterlassenschaften der Metallhütte in Duisburg wurde hier vor einiger Zeit zu einem Erholungspark, dem sogenannten Angerpark, ausgebaut. 1,8 Millionen Tonnen Material wurden bewegt, um über den Südstadtteilen Angerhausen, Wannheim und Huckingen die Heinrich-Hillebrand-Höhe zu erschaffen. Berg und Skulptur zusammen sind an der höchsten Stelle 80 Meter hoch und damit gibt sich ein hervorragender Blick über das angrenzende Ruhrgebiet. 90 Tonnen Stahl und 17 Stützen hat man hier verbaut, um diese neue Landmarke als Markenzeichen Duisburgs zu erstellen. Tiger and Turtle ist sehr gut ausgeschildert. Wer trotzdem mal in den Stadtplan schauen möchte, Breceliusstraße ist euer Ziel. Das soll für heute genügen. Das war ein ganz kurzer Einblick in dieses neue Bauwerk. Ich werde mich dort sicherlich nochmal umsehen, wenn das Wetter wieder etwas besser wird und vor allen Dingen der Andrang nicht mehr ganz so groß ist. Wenn ihr mehr wissen wollt, sucht einfach mal nach Tiger and Turtle Magic Mountain. Ich bin sicher, ihr werdet dort im Internet passende Seiten finden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bye bye.